441, die 1. Weißt du, wo ich bin? Tiedemann, Wolfgang Tiedemann. Stell ihn in Erde! Ich bin zurück. Wie schön. Hallo? Hallo. Das ist nicht weit genug. Everybody, clap your hands. Und keiner talkt, wenn der DC Moon walkt. Frau Polzin! Frau Polzin! Steckt ihr schon wieder fest? Ja, sag mal, sibirischer Fluss mit 4 Buchstaben. Sibirischer Fluss mit 4 Buchstaben, war das? Lena. Ja? Ah, das könnte sogar hinkommen. Lena. Worum geht's denn? Er hat sein Schwimmabzeichen verloren. Das war an seiner roten Badehose dran und... Haben Sie denn Ihre Bescheinigung darüber mit? Naja, das war 1977. Tja, dann müssen Sie das bei mir jetzt hier neu beantragen. Aha, hier, ja. Also das Streckentauchen war ja damals nicht so doll, ne? Nur schwach ausreichend. Also so hätte ich Ihnen das damals nicht ausgestellt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, könnten Sie vielleicht... Ich könnte hier überhaupt gar nichts. Ich habe hier in allererster Linie Vorschriften einzuhalten. Aber Ring hochholen und so, das ging doch, ja? Ja? Dann würde ich sagen, Sie weisen hier vor Ort einfach eine 12-minütige Apnoe nach und dann stellen wir ausnahmsweise das Dokument nochmal neu aus. Herr Schubert, nun sei nicht so. Also einfach 12 Minuten Luft anhalten. Korrekt. Ja. Ab jetzt. Hello, Fans and Friends. Let's dance. Ein ganz normaler Trainingstag bei Shake und Tanz. Die berühmte Hamburger Männer Dance Group ist gerade dabei, eine neue High-End Performance zu lernen. Und hands up in the air. Coach Oliver erklärt. Das ist der Space Jumper 3000. Hopp. Kommt aus dem Ballettbereich. Hopp. Hopp. Das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppenperformance. Ne? Müsst euch ein bisschen konzentrieren. Ihr seid nämlich die 5 Peoples on the Floor. Entschuldigung, aber für eine Übung mit 5 People on the Floor musst du auch erstmal 5 People on the Floor haben. Wieso? 1, 2, 3, 4. Sag mal, wo ist denn jetzt schon wieder Jan? Zur gleichen Zeit im Haus von Hartmut Brasch, dem exklusiven Sponsor von Shake und Tanz. Janis Hoffmann, der persönliche Lieblingsdancer und häufige Gast des Geldgebers, erhebt offensichtlich Widerworte gegen seinen Förderer. Komm, bitte, ich das bin beweglich, aber das hat nichts damit. Janis! Ich muss jetzt wirklich los. Hanno, ich bin schon viel zu spät zum Training. Sorry. Janis! Du komm. Also, ja, hallo, das ist jetzt nicht das, was Sie denken. Aber der Janis, der kapiert das einfach nicht. Und das Bein? Kein guter Tag für Janis Hoffmann. Erst der heftige Streit mit dem wichtigen Sponsor und dann wieder mal viel zu spät zum Unterricht. Siehst du, dass wir gerade beim Training sind, ne? Ja, ich könnte nicht vorstellen, bei Herrn Brasch, der war, ich kann mich gar nicht vorstellen, was der Janis, von mir wollte. Janis, bitte. Ewig deine Extrawürste, weißt du? Das geht mir ganz schön auf den Sender. Eiserne Disziplin, das ist das Geheimnis meines Erfolges. Und wer hier bei mir in der Kaderschmiede nicht mitmacht, nicht spurt, ne, der flieht. Turn each other in the face. Da hinten. Hinten an die Wand. Allein? Nur zu verständlich, dass der Dance-Captain hier sofort zu harten Sanktionen greift. Die beliebte Partner-Performance Flooring darf Janis heute nur im Single-Modus praktizieren. Janis, auch wenn du jetzt keinen Partner hast, musst du dir einen imagine. Was ist das denn? Oh, Anna. Anna, Mensch, wie geht's denn dir? Jakob, mir geht es gut, bis darauf, dass ich mit Mama gesprochen habe und die mir gesagt hat, dass sie dir immer noch Geld zuschießt. Jakob, das geht nicht. Du musst dir endlich mal einen Job suchen, wie alle anderen. Ich muss jetzt leider auch Schluss machen, ja? Tschüss, Anna. Jakob!
na, 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 na. Kannst du mir verzeihen? Geortet mein Sein, verzeihen sein. Ich war auf Wolke 7. Das ist geil. Folge 7. Na, 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 und dann. Wie mach ich das? Nichts ist mir geblieben. Nichts über Nacht. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. So, was ist das eigentlich für ein Zettel da? Chris. Chris sucht. Nee. Kerr sucht. Kratzel. Wo ist das? Alter, ich fass das nicht, gib her jetzt. Gesucht. Wo ist unser Kurzhörchen? Ja, wo soll er sein? Er ist ja wohl abgehauen. Freiheit. So ein Humpel doch weg. Oder was? Du checkst mal wieder gar nichts, ne? Da sind Menschen regelrecht in Not. Ne? Die können ohne ihren kleinen Liebling teilweise überhaupt gar nicht mehr leben. Und die sind bereit, richtig Kohle rauszutun, wenn da einer ihnen das Tier zurückbringt. Ne? Und da kommen wir ins Spiel, mein Freund. Du hast schon wieder so eine Geschäftsidee, Dieter. So sieht das aus. Jetzt soll ich den suchen. Junge, such! Lock die mal an! Purzelchen! So, Purzelchen, du. Purzelchen, komm! Das nehme ich erst hier anfangen. Dann bringen wir all die verschwundenen Tiere wieder zu den Leuten zurück. Dann gibt es richtig Asche. Wüstes Gelage mit 5 Buchstaben. Orgie, Orgie. Wenn ich mal ein bisschen frisch aussehen möchte, nehme ich einfach ein bisschen Selbstbräuner und 2-3 Stunden später sehe ich aus wie das blühende Leben. Da muss ich mich nicht stundenlang in die Sonne legen. Das ist gar nicht gut für die Haut. Denkt mal drüber nach. So, Freunde, das ist der Highflyer vor Sausen. Und hier achtet bitte auf die Füße. Füße? Ne, das ist das Long Legs Traxing. Füße sind spitz. Oh, lauter, Dance People, ich kann nicht hören. Die Füße immer spitz. Die Füße immer spitz. Das ja. Gefällt auch Hartmut Brasch. Der Premium-Sponsor hat überraschende Neuigkeiten. Bielefeld will einen Tänzer kaufen. Ich meine, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die sehen natürlich, was sie hier für Tänzer anzüchten. Ja, aber wieso hast du ihn einfach losgelassen? Das hab ich nicht. Aber Brasch hat die kleine Rede vorbereitet. Okay. Los, Krause, los, ab! Line up, boys! And step up! Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Nachricht. Es wird einen Dancer-Transfer geben. Ja, das sind jetzt mal wirklich gute News. Da will mich Bielefeld nun endlich in die Mannschaft holen. Und ich erfahre es als Letzter hier jetzt beim Tanzen. Aber gut, das Showbiz, ne? Wer wird es sein? Wir haben hier ausgezeichnete Ware. Wenn der Dance-Captain mich abkommandiert nach Bielefeld, dann geht es los. Aber zack, zack, ei, ei, Captain, sag ich da. Ich glaube eher, dass ich nach Bielefeld gehe, weil Streetdance im Moment das große Thema ist. Also, das ist der Hot Shit. Und wenn ich helfen kann, bin ich natürlich gern dabei. Wer wird es sein? Wer ist derjenige, der verkauft wird? Sellout bei Schattentanz? Oder ist es mehr? Ist es eine Chance? Klar, wenn man in einer anderen Liga sich bewegen kann, dann wehrt man sich jetzt nicht. Ne? Herr Krause, lassen Sie mich an die Jungs. Hier! Die Boys von Shake und Tanz können es vor Spannung kaum aushalten. Wen hat der Megasponsor Dichtungstechnik Brasch so plötzlich verkauft? Oder will Hartmut Brasch einfach nur jemanden loswerden?
geblieben. Na, 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 ist geil. Wie sing ich das? Was für eine Stimme sing ich das? Oh, ich war auf. Hopp, Wolke 7. Wer hat das mal immer noch so? Nichts ist mir geblieben. Nichts ist mir geblieben. Wer hat denn das immer so gesungen? Über Nacht. Hoho, Sterne gebracht. Das hat doch. Sterne zum Grunde gebracht. Oh, das ist geil. Ja. Mirko, mein Buddy, pass auf. Ach, ja, doch. Hast du hast du noch die Telefonnummer von dem Freund deiner Schwester, der den Plattenvertrag hatte? Ja, was willst du von dem? Ich hab einen Mörderhit. Oh. Such raus, schickst du mir. SMS. Ja. Zack, zack. Tschüss. Fuck, sieben. Dann lass uns Sterne geblieben. Eine Minute noch. Dieter, ich glaube, der ist wirklich weg. Der kommt nicht wieder. Du musst Geduld haben, Stefan. Das muss ich doch erst mal rumsprechen. Und dann kommen auch all die anderen weggelaufenen Tiere wieder. Und dann bringen wir die alle wieder zurück und dann machen wir richtig Kasse. Putzchen. Und wenn da genug Zeit dazwischen ist, dann erkennen die vielleicht ihr Tier auch gar nicht wieder. Dann können wir da irgendein Tier hinbringen. Das ist natürlich auch gut. Das ist nicht mehr doch. Da ist das Tier. Ja, aber nein, das war eine Katze hier. Putzchen. Sag mal lauter, du Pfosten! Wenn die jetzt richtig weggelaufen sind, wie sollen die denn das sonst hören? Komm zu, Steffen! Pötterchen! Sag mal, bist du jetzt völlig ausgetickt oder was? Du verjagst sie ja! Die müssen doch erstmal Vertrauen aufbauen! So, Herr Schubert. Jetzt hat er es geschafft. 12 Minuten. Nun können Sie das Dokument ausstellen. Ja. Wenn Sie mir dann einmal hier einmal unterzeichnen. Prima, herzlichen Glückwunsch. Na, dann klappt das doch am Wochenende wenigstens mit der Badeanstalt. Und Mama macht mir schon mit, Frankie. Hallo Freunde, hallo Fans. Jetzt kommt Vic Dims Pressekonferenz. Das ist Victim, meine Heavy-Metal-Band. Leider kann man mit solcher Musik keine Kohle mehr machen. Wenn du heute reich werden willst, dann musst du zum Beispiel Kinofilme machen. Ne? Und deswegen kommt hier Victim, der Western. Ne? Was gibt's denn da zu essen? Nee, ich bin doch bei der Pressekonferenz. Vom NDR? Nee, von Victim. Kennst du die noch? Ach so, die mit den langen Haaren, die Heavy-Metal-Band? Genau, in den 80ern. Diesen einen Hit. Fight in the Night. Oh, pass auf, ich melde mich. Das bin ich, Manfred Engler, genannt Angel. Und als der Manager von Victim habe ich natürlich erstmal eine Pressekonferenz einberufen. Liebe Filmjournalisten, liebe Presse, begrüße euch recht herzlich zu unserer Pressekonferenz Victim Goes Hollywood. Wir haben nämlich einen super Westernfilm. Sag mal, könnt ihr mal das Quatschen noch einstellen oder was? Wir wollen das erstmal beruhigen. Weißt du, natürlich Aufregung, ne? Victim hat einen Western gedreht, ne? Gerade das Heavy. Wir wollen ein bisschen was zeigen. So, wer will mal die erste Frage zu unserem neuen Cowboy- und Indianer-Film stellen? Du, frag mal was. Ja, Herr Engler, wie sind Sie denn darauf gekommen, ausgerechnet einen Heavy-Metal-Western zu drehen? Und wer ist darauf gekommen? Was soll denn das jetzt wieder für eine Frage? Ich natürlich. Die Band übt ja immer im Probenraum und den einen Nachmittag dachte ich, Leute, mit dem Gejaule wird das nichts mehr mit der großen Kohle. Ich habe gerade so eine Cowboy-Zeitschrift gelesen und da kam mir die Idee. Warum drehen wir nicht einfach ein Western? Leute, hört mal auf, habe ich gesagt. Das ist der letzte Scheiß, ist das. Freunde, das ist langweilig. Musik, ne? Ist eine Sache. Aber Film ist eine andere Sache. Ihr müsst Filmstars werden. Du musst doch deine Fans immer wieder überraschen. Das wissen die nur, dass ihr mit der Gitarre spielt. Ihr müsst auch ein bisschen. Ihr seid Schauspieler. Ihr seid Cowboys, seid ihr. Wir drehen einen Westernspielfilm.
Und was ist mit unserer Musik? Keiner gesorgt. Du kannst ein bisschen Heavy Metal mitmachen. Kannst du denn mitmachen da? Crossover von ein bisschen. Ne, dass die Leute sich die vor Begeisterung die Haare auskratzen. Muss mal gucken. Oh, Angel, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Übungsraum hat sich für heute erledigt. Ne? Sachen aus, Gitarre ausschalten, alles. Und dann aber. Los. Er rafft das nicht. Ich war auf Wolke 7. Number one, Jakob Binder, Platz 1 mit Sterne über Nacht. Oh. Yeah. Aber wer hat denn die Sterne gebracht? Durchgefallen. Thomas, du bist. Okay, dann wollen wir mal sehen, was ich hier noch so habe. Ich setze diesen Fahrzeugbrief. Oha, mutig. Das Cabriolet. Moment, also das ist... Psst, du bist jetzt überhaupt gar nicht dran. So, hier kommt die Frage aus der Kategorie Kraftfahrzeuge. Das weißt du. Was ist als erstes zu tun, wenn an der Vorderachse einseitig abgefahrene Reifen festgestellt werden? Na, erstmal Reifen wechseln. Falsche Antwort. Spur vermessen und einstellen. Thomas, durchgefallen. Ich schredder dein Leben. Mensch, weißt du, das Cabrio war mein Auto. Weil ich es dir geschenkt habe. Ach, wollen wir jetzt mal langsam spielen oder wollt ihr ewig weiterlabern? So, was habe ich denn hier noch? Mein Abiturzeugnis. Auf der Pressekonferenz zeigen wir den begeisterten Journalisten tolle Ausschnitte aus dem Kinofilm, den wir gedreht haben. Gibt's natürlich jede Menge Fragen noch. Ich hätte gerne eine Frage an Anni. Ist ein geiler Gitarrist, geiler Sänger, irgendwie Victim ist der Inbegriff von Heavy Metal. Aber warum jetzt ein Film und ausgerechnet ein Western? Jetzt so, würde es nicht eher Sinn machen, eine Platte und eine Tour? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, wir von der Band hatten jetzt zuerst auch nicht so das allergeilste Feeling. Aber dann, als wir angefangen haben, da waren alle sofort begeistert. Da hieß es, Angel, geile Idee und so, ne? Und Andi am allermeisten. Hier, ich zeige euch das mal. Andi spielt einen Indianer-Cowboy und hat eine neue Gitarre. Ich bin der Häuptling Manitou mit einem sehr schönen Beil. Tommy spielt den Hilfs-Sheriff, Blackie ist Bestatter und Tommy 2 sorgt für Gesetz und Ordnung als Sheriff. Vor dem Sheriff-Büro langweilten sich die beiden Cowboys Tommy und Tommy 2. Außer ein bisschen Blumengießen war eigentlich nicht viel los. Doch plötzlich hörte man Schüsse. Sheriff Tommy 2 hatte das Gefühl, es liegt mal wieder Blei in der Luft. Ich hab das Gefühl, es liegt mal wieder Blei in der Luft. Oha, da kommt ja Blackie, der Bestatter. Was ist ihm denn nun wieder passiert? Das sieht ja aus, als hätte ihm jemand in die Hand geschossen. Verstehe, Blackie. Bist du also angeschossen worden? Mhm. Richtig? Der arme Blackie, dem tropft das Blut nur so runter. Tropf, tropf. Welcher Halunke schießt bloß auf den einzigen Bestatter in Little Wild City Town? Hoffentlich ist es nicht dieser Revolver und Pfeil. Und Bogen an dich. Verfluchter Comanchensohn, der es uns damals nämlich entwischt. Halb Indianer,
grandios. So, so spannend. So geht modernes Kino. Und wir haben noch jede Menge von diesen spannenden Ausschnitten aus unserem tollen Super-Western-Kinofilm. Dranbleiben, Freunde. Hallo? Hallo. Was gibt es Schöneres als eine gute Tasse Kaffee und ein saftiges Stück selbstgebackener Kuchen? Sind Sie noch unerfahren? Zaubern Sie mit den neuen Fertigbackmischungen aus dem Hause Dr. Bruns eine Leckerei nach der anderen. Einfach etwas Milch dazu und kräftig durchkneten. Zu anstrengend? Da gehe ich Ihnen doch gerne zur Hand. Er sieht ja schon prächtig aus. Nun aber rein in den heißen Ofen. Wie das duftet, wie das dampft. Ja, das ist doch ein Klacks für uns beide, oder? Lassen Sie mich Ihr fleißiger Bäckerbursche sein und rufen Sie mich an unter meiner Mobilnummer 01374435904. Stichwort: Der Bäcker hat gerufen. Oh. Aufgepasst, jetzt wird's geheim. Wolfgang Tiedemann kommt zurück. Ei, wie fein, 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 fein. Dies ist die Geschichte des norddeutschen Geheimdienstes und seines vermutlich besten Agenten, Wolfgang Tiedemann. Zur Tarnung betreibt er gemeinsam mit seinem Sohn Dirk ein Gardinengeschäft in Hamburg-Billstedt. Und just vor wenigen Augenblicken konnten Vater und Sohn einen gefährlichen Sabotageversuch des süddeutschen Geheimdienstes vereiteln. Da sind die beiden. Dirk, Kundschaft. Dann bin ich mal im Laden, ne? So, ihr Spitzbuben. Setz dich da hin, doch! Was? Du hast mir die Sterne gebracht. Sterne in der Nacht! Das ist... Alter, das ist geil! Ich bin zurück. Und du hast es geschafft. Das ist Musik, Alter. Das ist nett! Und dann kommst du die Showbühne runter. Buh, Bruder, alle 50 Tonnen. Spots nur auf dich, ey. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, heißes Ding! Oh. Sterne in der Nacht! Ruhe da oben. Du hast sie mir gebracht! Ist da jetzt manchmal Ruhe da oben, Mensch? Das hält ja keiner aus! Na gut, Harms. Aber nur, wenn Sie keinen Unsinn machen. Schwören Sie beim Leben meines... Ihres Sohnes! Tiedemann, Wolfgang, wir bereuen dies Ganze wirklich zutiefst. Himmel, Herrgott, Sakra, wirklich, bitte glauben Sie mir das. Wir sind gezwungen worden vom SDG. Die verdammten Hunde. Ja? Niemals hätten wir uns das erlaubt, ihre Gutmütigkeit derart schamlos auszunutzen. Tiedemann, können Sie schweigen? Wie ein Grab. Tiedemann, der süddeutsche Geheimdienst erpresst uns. Sie haben unser Brünchen, unsere Sabrina, die Zwillingsschwester von Thorsten. Die haben's gekidnappt und kam auch schon der erste Anruf vom SDG. Wenn Sie die Tochter wiedersehen wollen, dann übergeben Sie uns sofort das ganze Spionage-High-End-Equipment vom norddeutschen Geheimdienst. Hans, das ist ja furchtbar. Hey, du wolltest doch, sag doch was dazu. Ja, so war das. So wie es der Papa gesagt hat.
macht sowas. Ja. Aber das hat jetzt ein Ende. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich gebe Ihnen mein persönliches Ehrenwort. Wir wollen nur noch auf der richtigen Seite stehen. Auf der Seite des norddeutschen Geheimdienstes. Harms, kann ich mich wirklich auf Sie verlassen? Dann stehen Sie ab jetzt unter meinem persönlichen Schutz. Tiedemann, ich schwöre beim Leben meiner Tochter. Diesen Schwur von Jürgen Harms überprüft Wolfgang Tiedemann gleich durch seinen undurchdringbaren Spionageblick. Sie bleiben bei uns. Junge, komm her. Der Harms hat sein Ehrenwort gegeben. Sein Ehrenwort. Das bedeutet in Agentenkreisen schon einiges. Das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Wenn ich in der Badewanne bin und das Telefon klingelt, bleib ich ganz entspannt liegen. Keine Panik. Dafür habe ich doch meinen Anrufbeantworter. Man muss nicht immer erreichbar sein. Denk mal drüber nach. Die Entscheidung ist zugunsten des Top-Dancers Jannis gefallen. Du wirst mir fehlen. Viel, viel Glück in Bielefeld. Ich werde dich vermissen. Danke. Nicht jeder der ehemaligen Kollegen versteht diesen Schachzug des Sponsors. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in Bielefeld gegen Jannis breakdancen muss, dann wird mir schon übel. Aber gut, da müssen wir jetzt alle mit klarkommen. Das ist Profi-Dancing. Werdet mir fehlen. Ja, der kann doch voll froh sein, dass er jetzt hier weg ist. Ich meine, ich habe das ja echt gemerkt. Das ist ja voll der Private Dancer da von unserem Sponsor geworden. Gleit! Liegt die Zukunft von Shake und Tanz jetzt am Boden? Die Sachen sind schnell gepackt. Der Transfer beschlossene Sache. Jannis ist raus. Ich dachte ja, das hat man noch, Herr Brasch, noch irgendwie sauer auf mich wegen heute Morgen. Ne? Der hat ja. Ich freue mich so. Geht nach Bielefeld. Adelaide, ab! Kann Shake und Tanz den Verlust von Top-Dancer Jannis verkraften? Es bleibt spannend. Hier bei Shake und Tanz. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Dirk, Jürgen und Thorsten werden erpresst und müssen dringend untertauchen. Ihr bleibt jetzt erstmal hier bei uns, hier in der Küche. Hm? Papa! Tiedemann, das können wir doch gar nicht annehmen. Na, lassen Sie mal gut sein, Harms. Wir trinken jetzt erstmal eine schöne Tasse heißen Kaffee und dann beratschlagen wir uns, wie wir Ihre Tochter aus dem Fängnis SDG befreien können. Hm? Dirk, kommst du mal bitte? Papa, du kannst nicht allen... Dirk, jetzt beruhig dich doch erstmal. Hm? Der SDG hat Harms Tochter entführt und die beiden erpresst, uns auszuspionieren. Die beiden benötigen unseren persönlichen Schutz. Jetzt geh bitte in den Keller und hol ein paar Schlafsäcke hoch. Papa, wir können doch nicht... Dirk, ich hab keinen Bock mehr! Jetzt tu doch einfach, was ich sage, wenn Schluss, Ende, aus! Ich kann langsam nicht mehr! Kann doch nicht wahr sein! Immer diese Widerworte! Jetzt holst du die Schlafsäcke hoch! Schluss, Ende, aus! Mensch, du! Jedes Mal! Können Wolfgang und Dirk Tiedemann Sabrina Harms wirklich aus den Fängen des SDG befreien? Was wird der süddeutsche Geheimdienst gegen die Überläufer Jürgen und Thorsten Harms unternehmen? Und wann platzt Dirk Tiedemann endgültig der Kragen? Das alles erfahren wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Das geht niemals gut. Hier spricht der norddeutsche Geheimdienst. Du suchst immer den Schatten. Ich versuche dich im Licht zu halten. Ja, und ich versuche die Kamera zu sehen.